Hallo, ihr Quirlinge! Weiter geht's im verschneiten Dretzen mit Nokori in Pathfinder Wrath of the Righteous und wir haben eine Episode der Gespräche vor uns, glaube ich, denn wir müssen in der Zitadelle an mindestens einer Ratssitzung teilnehmen und ein oder zwei Besucher hatten sich angekündigt. Außerdem müssten wir mal wieder mit dem Geschichtenerzähler sprechen. Wir hatten zuletzt einige seiner fehlenden Notizbuchseiten gefunden und das bedeutet, dass seine Geschichte von seinem Besuch in der Elfenbeinzuflucht weitergeht. Das ist wichtig zu wissen, denn da müssen wir auch noch hin. Und schließlich, das Erste, was ich machen möchte, ist es, mit Horgus Gwerm zu sprechen, denn Nokori hat seine Tochter, letzte Episode, zu Pharasma geschickt. Und ich denke, das sollte er von uns selbst erfahren, statt von irgendwem, der sich berufen fühlt, sich das Maul zu zerreißen. Mal gucken, ob er überhaupt mit uns spricht. Horgus, hör mal. Ich habe gehört, dass ihr das Kamel Jafort ist. Horgus senkt den Kopf. Seine Schultern zittern leicht, aber seine Stimme ist fest. Ich verstehe und mache euch keinen Vorwurf. Camellia bewegt sich schon länger auf Messers Schneide und trägt ganz allein die Schuld. Aber heute Abend werde ich mich sinnlos betrinken. Bitte geht jetzt, Ritterkommandantin. Vordergründig scheint er uns keine Vorwürfe zu machen. Das heißt, er weiß schon längere Zeit, was sein feines Töchterchen eigentlich so tut. Der feine Herr Mäzen und Armenspeiser. Das mal dazu. Aber gut, wir haben das Gespräch mit ihm gesucht. Er hat es abgelehnt, das ist in Ordnung. Soll er nicht behaupten, es wäre keine Möglichkeit gewesen, mit der Kommandantin persönlich zu sprechen. Dann zum Geschichtenerzähler. Was ist das hier hinten eigentlich für eine komische Stelle in der Mauer? Muss ich mir Sorgen machen? Naja, der blinde Elf flüstert etwas Unverständliches. Als er deine Schritte hört, dreht er sich langsam zu dir um. Seid gegrüßt, Nokori. Bringt ihr mir eine neue Geschichte? Naja, wahrscheinlich schon. Oh, wir haben auch eine... Ah, stimmt, die Sache mit der geschwollenen Narbe. Eieieiei. Das ist dieser Zauberspruch, den dieser Frog benutzt hat, um aus normalen Kreuzfahrern dämonenähnliche Kreaturen zu machen. Der Geschichtenerzähler verzieht das Gesicht und legt seine Hand auf die blutverschmierte Seite. Sein Gesicht wird zu einer schmerzverzerrten Grimasse. Seine Stimme zittert vor Angst. Nein, er ist wieder hier. Diese schreckliche Reibeisenstimme. Der furchtbare Anschein eines Gesichts, die monströse Erscheinung, Myriaden von Insekten, die einen Körper mit zwei Armen und zwei Beinen formen. Er berührt mich, und die widerwärtigen Kreaturen bedecken mich und greifen mein Fleisch an. Sie fressen mich, sie sind hungrig und werden alles außer Augen und Zunge verschlingen, damit ich diese verdammte Seite sehen kann. Damit ich die Runen übersetzen kann, die in der alten, längst vergessenen Elfensprache niedergelegt wurden. Und ich übersetze, der Schmerz ist entsetzlich. Ich habe versucht, ihn zu belügen, habe die Übersetzung verändert, aber er hat meine Lüge durchschaut. Er wurde wütend. Nun lüge ich nicht mehr. Er nimmt eines der Insekten von meinem Gesicht und zerquetscht es mit den Fingern über dem Tintenfass. Dann taucht er die Feder ein und schreibt mit meinem Blut direkt über den Runen. Und ich diktiere. Kalistria, wann wird es vorbei sein? Lasst mich sterben. Xanthia, lasst mich sterben. Wer ist Xanthia? Xanthia, auch bekannt als Xanthia der Plagenbringer, ist eine prominente Figur innerhalb der Ränge der Kultisten und doch bleibt er mysteriös. Abgesehen von dem Schrecken, den er seinen Schergen einflößt, ist nicht viel über ihn bekannt. Der Geschichtenerzähler zieht verängstigt seine Hand zurück. Oh Götter! Welch furchtbare Tortur! Der arme Mann wurde gefoltert, damit er meine Notizen entschlüsselt. Seine Qual war so umfassend, dass sie dickflüssig wurde wie Sirup.
Mein Geist ertrinkt darin. Meine eigenen Erinnerungen werden von diesen Schreckensbildern überlagert. Ich kann versuchen, zu ihnen zu gelangen, aber dafür brauche ich eure Hilfe. Erzählt mir alles, was ihr gesehen und gehört habt. Ich werde mich an euren Worten orientieren, auf dass sie mir in der Dunkelheit meiner vergessenen Vergangenheit als Licht dienen. Der Geschichtenerzähler nimmt die blutverschmierte Seite vorsichtig in die Hand, als wäre sie ein gefährliches Insekt. Ich sehe eine magische Form. In der Mitte pulsiert eine Kraft. Ihr habt das Ritual gesehen. Sag mir, was war sein zentraler Punkt? Sein magischer Knoten? Ein Toter, sie haben einen Kreuzfahrer getötet und das Ritual über seiner Leiche durchgeführt. Nein, das war nicht so. Das war da in dieser Lava-Höhle, der geschmolzenen Narbe, rundherum war Lava und in der Mitte war so ein, naja, so ein Ritual, irgendwas, Zeichen. Und der, der umgewandelt werden sollte, stand in der Mitte, wenn ich mich richtig entsinne. Also, das Zentrum der magischen Form war meiner Ansicht nach ein Gefangener. Der Geschichtenerzähler erzittert. Ja, ein Sturm der Macht, der spiralförmig in ein scharfes Messer schießt und im Inneren eine lebende Seele, genau im Auge des Wirbelsturms. Es muss eine lebende Seele sein, denn das Messer ist nur ein Werkzeug. Die Energien sind zu hell, ich kann durch das gleißende Licht nichts erkennen. Was habt ihr während des Rituals gesehen? Wie war es? Boah, ich weiß es nicht mehr. Moment, ich schaue mir mal gerade mein eigenes Video von damals an. Gefiederte Bestien, ich erwürge euch alle. Nehmt eure Krallen von mir, sagt einer. Dann gibt's Ravuk, Ravuk, Ravuk. Thomas, was haben Sie euch angetan? Ihr Monster, Ungeheuer. So. Was ist jetzt die richtige Antwort? Dunkelheit überdeckte alles. Das ist aus meiner Sicht nicht richtig. Das Aussehen von was oder wem, gemahnte an den Boten einer Gottheit oder vergleichbaren Macht. Es sah aus, als wäre ein kleiner Riss zum Abyss geöffnet worden. Am ehesten das Letztere, weil es gab keine alles überdeckende Dunkelheit. Und es gab auch nicht irgendwie einen Boten oder so etwas. Am ehesten Option 3. Es sah aus, als wäre ein kleiner Riss zum Abyss geöffnet worden. Ja, ein Riss, eine Nabelschnur, die die Welten verbindet. Sie gestattet nicht nur intelligenten Kreaturen, sondern auch ebenen Energien die Durchreise. Ich erinnere mich daran und an das Geräusch. Ich erinnere mich an das Geräusch. Worte, die irgendeine Macht um etwas bitten, die das Ritual durchgeführt haben. Haben sie Anrufungen gesungen? Ja, Ravuk, Ravuk, Ravuk. Der alte Elf ist außer Atem, überwältigt von Erinnerungen. Ravuk, kein Name, ein altes Wort von enormer Kraft. Die Sprache, aus der es stammt, starb vor langer Zeit. Aber die Kraft des Wortes lebt weiter. Früher haben Magier es bei Ritualen eingesetzt, wenn sie etwas weit in der Ferne bewerkstelligen wollten, das der natürlichen Ordnung der Dinge zuwiderlief. Durch das Verbergen ihrer Namen schützten sie sich vor den Konsequenzen und dem Zorn der Götter. Ravuk, ich habe keinen Namen. Ihr werdet mich nicht finden. Der Geschichtenerzähler zittert, als würde er gleich stürzen. Jetzt erinnere ich mich. Ich weiß, wo ich dieses Ritual gesehen habe. Einen Teil davon. Ich bin der Erkenntnis, was mir zugestoßen ist, einen Schritt näher. Der Geschichtenerzähler umklammert die Seiten, die du ihm gebracht hast. Seine Stimme wird ein wenig jünger und frischer. Seit 2 Jahren diene ich der Finsternis.
Sie hat mich im Elfenbeinlabyrinth gefunden. Ihr Blick durchdrang all meine Schutzzauber, als hätte sie ein unerfahrener Lehrling gewirkt und nicht der letzte Erzmagier von Kionin. Sie ist mächtig und hinterhältig, die perfekte Assassinin. Sie heißt Nocticula. Und das ist ja eine Dämonenherrscherin. Das ist die Chefin von Arushalay gewesen. Sie hat mich nach Alushinira eingeladen, die Stadt der Dämonen in den Tiefen des Abyss, Hauptstadt der Mitternachtsinseln. Die Dame im Schatten schätzt meine Fähigkeit, unbemerkt zu bleiben. Ich kniete vor ihrem Thron, lauschte ihrem Lob und fühlte mich wie ein Kind, dessen Kopf getätschelt wird, weil es zum ersten Mal eine einfache Aufgabe erledigt hat. Aber das ist nicht länger wichtig. Jetzt diene ich einer Dämonenherrscherin, denn so lautet unsere Vereinbarung. Sie wird mir helfen, das Gekritzel zu entschlüsseln, das ich im Elfenbeinlabyrinth gefunden habe. Dafür bin ich die nächsten 17 Jahre ihr Hofmagier und spioniere für sie. Alushinira ist jetzt mein Zuhause und Nocticula meine Dame im Schatten. Ihr habt einer Dämonenherrscherin vertraut? Meine Dame im Schatten hat keinen Grund, die Wahrheit vor mir zu verbergen. Sie ist an meiner Forschung nicht interessiert. Sie hat mir ihre Hilfe aus Neugierde angeboten. Ich bin für sie so etwas wie ein bizarres Haustier, ebenso unterhaltsam wie nützlich. Der Geschichtenerzähler schüttelt den Kopf. Sie hat mir Hilfe angeboten und ich habe zugestimmt. Ich muss meiner Dame für ihre Großzügigkeit dankbar sein. 17 Jahre Dienst für die Übersetzung von 17 Phrasen aus Baphomets Labyrinth. Ein gutes Geschäft. Erzählt mir von eurem Leben in Alushinira. Von allen Orten im Abyss ist Alushinira der zivilisierteste. Meine Herrin möchte aus ihrer Hauptstadt das Gesicht des Abyss machen. Einen Ort, den Reisende von anderen Ebenen ohne große Furcht besuchen können. Aber sowas von. Das ist ein komischer Ausdruck für ihn. Ich bin nur hier, um meinen Dienst zu erfüllen, die versprochene Belohnung einzufordern und nach Golarion zurückzukehren. Dennoch, obgleich es merkwürdig anmutet, behandeln mich die Dämonen von Alushinira mit Respekt. Sie hassen mich, knurren mich manchmal an, aber sie greifen nie an. Ich habe viele Zauber vorbereitet und könnte sie jederzeit einsetzen, aber bisher hatte ich keinen Grund dazu. Ich habe in der Oberstadt meinen eigenen Turm, unweit des Palastes meiner Herrin. Er ist durch Schutzzauber verstärkt und wird von Golems bewacht. Ganz oben habe ich ein Portal nach Golarion erschaffen, das nur ich benutzen kann. Es wird mein Fluchtweg sein, falls ich dringend fliehen muss. Ich rechne jeden Tag mit einem Angriff, aber er erfolgt nie. Es mag lächerlich und überraschend klingen, aber ich glaube, die Dämonen von Alushinira respektieren mich. Bitte fahrt fort. Der Geschichtenerzähler schweigt kurz, als würde er etwas hören. Ich rieche nichts als Abwasser. Ich höre das Schnarchen und Todesröcheln eines Dämons. Verborgen durch einen Kokon von Zaubern halte ich unsichtbar Wache in einer dreckigen Gasse in der Unterstadt von Alushinira. Zwei geflügelte Schatten gleiten über mich hinweg und ein schreckliches Kreischen, das Stein zermalmen könnte, rollt wie eine Flutwelle durch die Straßen. Doch mir kann es nichts anhaben. Ich kenne mich in dieser Stadt aus und habe mich vor Velexias wilden Mätzchen geschützt. Mein freiwilliger Partner, ein junger Halbelf namens Kinny, seufzt laut und sagt ein weiteres Mal, sie kommen nicht. Ich zucke die Schultern, so wie jedes Mal. Ich halte dich nicht auf. Kinny verzieht die Miene und wendet sich als Reaktion ab. Ich werfe einen verstohlenen Blick auf meinen Freund. Seine ungebändigten Locken hängen ihm ins Gesicht. Kinny streicht sie sich achtlos aus den Augen. Er denkt nach. Mir gefallen seine sanften Bewegungen und ich sehe weg, peinlich berührt. Habe noch ein bisschen Geduld, mein Freund. Bald werden wir unser Ziel erreichen, ganz sicher. Ich hatte nicht erwartet, dass ihr einen Partner hattet. Das Gesicht des Geschichtenerzählers hält sich auf und er lächelt scheu. Ich hatte es auch nicht erwartet. Kinny kommt aus Golarion, genau wie ich. Er ist ein Dieb und früherer Sklave, entkam den Zyklopen des sterbenden Reichs. Ich traf ihn, bevor ich Golarion verließ, um in den Abyss zu gehen, in meinem alten Turm. Ein Dieb, der nicht mein Leben, sondern Zuflucht wollte, einen Platz für die Nacht und Schutz vor seinen früheren Herren.
Meine Zauber funktionierten. Kini kam nicht weiter als bis ins Erdgeschoss des Turms. Dort habe ich ihn gefunden. Auf dem Boden sitzend, verstrickt in die lebenden Ranken meiner Falle. Ich befreite den glücklosen Dieb. Sein Eindringen machte mich nicht wütend. Ich war vielmehr froh, Gelegenheit zu haben, mit diesem rastlosen Jüngling des kurzlebigen Volkes zu plaudern. Mir war gar nicht klar gewesen, wie sehr ich ein wenig Gesellschaft vermisst hatte. Danach hat Kini oft die Nacht in meinem Turm verbracht und meine Gastfreundschaft genossen. Gemeinsam haben wir die Schrecken des Erdenfalls überstanden. Und als die Zeit reif war, nahm ich ihn mit in den Abyss. In letzter Zeit hat er mir bei einigen Aufgaben meiner Herrin geholfen, bei denen, die ein wenig Geld abwarfen. Kennt euer Partner euer Ziel, Golarion zu retten? Oh ja, wir haben meine Pläne oft besprochen, während wir oben im Turm saßen und warmen Wein aus Kelchen tranken. Kini teilt meine Liebe zu Golarion und unterstützt meinen Wunsch, seine dem Untergang geweihten Zivilisationen zu retten. Der Geschichtenerzähler lächelt warm, als ihr die Flut der Erinnerungen überkommt. Mein Freund ist völlig anders als ich. Er ist jung, heißblütig und schelmisch. Er handelt erst und kümmert sich danach um die Konsequenzen. Vielleicht verstehen wir uns deshalb so gut. Gegensätze ziehen sich an. Ihr habt Velexia erwähnt. Erzählt mir von ihr. Der Geschichtenerzähler antwortet mit zögerlicher Bewunderung. Der verrückteste Succubus von allen, die im Abyss geboren wurden. Selbst meine Dame im Schatten kann sich ein Lächeln nicht verkneifen, wenn sie von dem neuesten Chaos erfährt, das sie rein aus Spaß angerichtet hat. Umgeben von ihren drei Succubus-Freundinnen, die als die Sünderinnen bekannt sind, fliegt sie nackt über die Stadt, bringt Gebäude mit ihren Wutschreien zum Einsturz, packt arme Passanten, trägt sie hinauf in die Luft und schleudert sie dann auf die Felsen. Sie stürzt sich ohne Sinn und Verstand in wilde Kämpfe. Velexia ist wahrlich der Fluch von Alushinira, aber auch sein wildes Herz. Das ist ja toll, wenn man Alushinira als eine Enklave des Abyss oder einen Teil des Abyss verkaufen möchte, indem Reisen aus anderen Ebenen irgendwelche Geschäfte tätigen, dann wird man halt irgendwie in die Luft geschleudert und zu Boden geschmettert. Und das Haus, in dem man ist, wird zum Einsturz gebracht. Und so ist es ja echt toll. Da fühlt man sich als Reisender doch richtig wohl. Bitte fahrt fort. Endlich wird meine Geduld belohnt. Ich sehe einen niedergekauerten Dämon in Lumpen, so erbärmlich, dass nicht einmal die Dämonenwächter von Alushinira Hand an ihn legen würden. So angewidert wären sie. Aber mein durch Zauber verstärkter Blick lässt sich nicht täuschen. Ich sehe den Inkubus Ziforian, Herrscher von Alushinira, der nur der Dame im Schatten selbst gehorcht. Ziforian stolpert einen Schritt entfernt von mir und stürzt in eine Abwasserpfütze, was bei den wenigen Zeugen ein verächtliches Kichern hervorruft. Aber ich lasse mich durch dieses Spiel nicht täuschen. Stattdessen sammle ich mich und werde noch konzentrierter. My Lord, ich habe diesen Kristall von ungekannter Macht auf einer der Mitternachtsinseln gefunden. Seht doch! Aus den Lumpen taucht eine Hand mit einem herzgroßen Kristall auf, in dem eine violette Flamme brennt. Die Hand des Inkubus zittert und die Haut seiner Handflächen glimmt an den Stellen, die den Kristall berühren. Das Spiegelbild des Dämons in der Abwasserpfütze bewegt und verändert sich. Ich höre nicht, wie Ziforian mit seinem geheimnisvollen Herren spricht. Der Inkubus versteckt den violetten Kristall wieder zwischen den Lumpen. Wie ihr wünscht, mein Lord. Nein, Nocticula weiß nichts über diese Kristalle. Ich bin sicher. Natürlich, Lord Sokot Benot. Ich zucke zusammen. Einem Dämonenherrscher möchte ich nicht im Weg stehen. Der Dämonenfürst Sokot Benot ist der Schutzherr der sexuellen und anderen hedonistischen Befriedigungen. Er sieht die Welt als sein Spielzeug, das Gewalt und Zerstörung bereithält, die ihm besonders am Herzen liegen. Er ist der Bruder von Nocticula. Ich drehe mich um. Siehst du das, Kini? Es ist gelungen, Beweise für Ziforians Verrat zu finden. Ich hatte recht. Aber mein Freund ist nirgends zu sehen. Wer ist Sokot Benot? Der Geschichtenerzähler verzieht das Gesicht. Ein abstoßender Dämonenherrscher, Meister der Niedertracht, Ausschweifung und Perversion sowie Tabubrecher. Er ist Nocticulas Bruder und früherer Liebhaber.
Aus Eifersucht hat er angeblich versucht, meine Dame zu töten, ist aber anschließend am Leben geblieben. Er wird getrieben von Angst, Scham und Hass auf seine mächtige Schwester. Bitte fahrt fort. Ich stehe oben in meinem Turm. In meiner Hand halte ich einen Kelch mit gewärmtem Wein. Nocticula war mit meinem Raubzug zufrieden. Oh nein, sie wird Ziforia nicht sofort töten. Die Strafen meiner Dame sind weitaus raffinierter. Verbannung, Degradierung, sogar die Verwandlung in die jämmerliche Kreatur, als sie der Inkubus sich getarnt hat. Nocticula hat viele Möglichkeiten. Aber sowas von... Schon wieder. Ich habe meinen Teil geleistet. Ich nippe an meinem Kelch und wende mich meinem Freund zu. Ohne ein Wort zu sagen, zieht Kini ein Stück Tuch unter seinem Hemd hervor und zeigt mir den violetten Kristall, der darin eingewickelt ist. Ich kichere. Dorthin ist mein Freund also am Ende des Raubzugs gegangen. Nun, wir werden den Kristall behalten. Ich werde seine Eigenschaften im Detail studieren und herausfinden, ob er uns helfen kann, unser Ziel zu erreichen. Nocticula muss nicht wissen, dass ich den Kristall jetzt habe. Soll sie ihn doch bei Ziforian und ihrem Dämonenherrscherbruder suchen. Ich trinke erneut aus dem Kelch und blicke nach unten. Alushinira liegt am Fundament des Turms wie ein treuer Hund zu den Füßen seines Herren. Ich habe ihr Respekt errungen. Sogar die Dame im Schatten hört auf meine Worte. Ich spüre, wie ein verräterisches Lächeln meine Lippen umspielt. Natürlich werde ich nach Golarion zurückkehren, wenn 17 Jahre vergangen sind. Aber für den Moment gefällt mir mein Leben hier. Der Geschichtenerzähler schweigt lange. Er denkt darüber nach, was er gesehen hat, und streicht sich dann mit der Hand müde übers Gesicht. Ich habe einer Dämonenherrscherin gedient, und es hat mir sogar gefallen. Ich habe das nicht von mir erwartet. Ich war völlig anders. Andere Gedanken, Wünsche, Motive. Was hat mich so sehr verändert? Ich weiß es nicht. Der Geschichtenerzähler schüttelt reumütig den Kopf. Und ja, das ist eine weitere Geschichte, die wir hier mit ihm besprechen können. Das ist dann hier nochmal das, was wir gerade hatten. Und jetzt, ich habe eine Seite gefunden, die euch vielleicht interessiert. Der Geschichtenerzähler nimmt einen Fund vorsichtig entgegen. Ja, ihr habt recht. Ein weiterer Beweis aus der Vergangenheit, die ich vergessen habe. Der Gesichtsausdruck des alten Elfen wirkt entrückt. Und noch einer? Und noch einer? Na, jetzt geht's wohl weiter. Der Geschichtenerzähler umklammert die Seiten, die du ihm gebracht hast. Seine Stimme wird ein wenig jünger und frischer. Meine Füße sind mit einem kriechenden Teppich aus Heuschrecken bedeckt. Ein paar Insekten sind unter meine Kleidung gelangt, unter mein Hemd, meinen Rücken hinunter, in die Hose. Sie sind überall und kitzeln meine Haut mit ihren kleinen Beinen. Sie werden erst angreifen, wenn sie mich als Fremden erkennen. Schutzzauber bewachen mich, sodass ich die ekelhaften Bewohner der krächzenden Klüfte täuschen kann. Ich bleibe ganz ruhig. Ich bin nur ein Beobachter. Ein Gast ohne Einladung, der lieber unbemerkt bleibt. Ich halte meinen Atem nicht an, wenn der Dämonenherrscher Teskari seine Sense über Iziakna schwingt. Ich empfinde nichts, wenn Iziakna dem Hieb geschickt ausweicht und versucht, Teskari zu attackieren. Ich bin hier auf Befehl von Lady Nocticula. Ich soll den Kampf beobachten und dann nach Alushinira zurückkehren. Die Angelegenheiten von Dämonenherrschern kümmern mich nicht. Warum hat Nocticula euch entsendet, Teskari zu folgen? Der Geschichtenerzähler zuckt abwesend die Schultern. Ich weiß es nicht und will es auch nicht wissen. Mein Dienst für die Dame im Schatten ist fast abgeschlossen. Wir schreiben das 17. Jahr meines Lebens im Abyss und ich zähle bereits die Tage bis zum Ende. Wer ist Iziakna? Sie ist eine aufstrebende Dämonenherrscherin, die Lamashtu dient. Sie bewohnt gleichzeitig 7 gewaltige, ameisenähnliche Körper. Iziakna und Teskari liegen stets im Twist, aber eine offene Auseinandersetzung wagen sie nicht, weil sie Lamashtus Zorn fürchten. Der Geschichtenerzähler kichert. Der aktuelle Kampf ist nur ein kleiner Twist, einer von Millionen. Iziakna kam mit nur 3 ihrer 7 Körper zu den krächzenden Klüften.
Deskari dürfte kein Problem haben, den Eindringling zu vernichten. Wo ist euer Freund Kini jetzt? Der Geschichtenerzähler öffnet seine Lippen zu einem Lächeln. Hier bei mir natürlich. Der sture Kerl weigert sich, in Alushinira zu bleiben und begleitet mich freiwillig zu den krächzenden Klüften. Er sagt, ein derart aufregendes Abenteuer dürfe er um nichts in der Welt versäumen. Sein jugendlicher Eifer und der Wunsch, sein Leben in vollen Zügen zu genießen, verjüngen auch mich. Kluftschnitter, Deskari Sense, erhebt sich wieder. Mit einem Pfeifen durchschneidet sie die Luft und landet in dem Ameisenkopf von einem von Itziaknas Körpern. Grünlicher Schleim spritzt, die giftigen Tropfen fallen auf mein Gesicht. Ich bleibe ganz ruhig. Mit einem letzten verkrampften Zucken reißt der Ameisenkörper die Sense aus Deskaris Händen und schnellt zurück, nur um auf die Seite zu kippen und regungslos liegen zu bleiben. Dieser Verlust dürfte Itziakna kaum berühren. Um sie zu töten, muss ihr Herz zerstört werden, und das liegt tief unter Yanaron, einer Stadt in Lamashtus Reich. Deskari, nun unbewaffnet, wendet sich Itziaknas zweitem Körper zu, der sich zum Angriff anschickt. Ich wende mich langsam Kini zu, der neben mir sitzt. Mein junger Freund ist normalerweise von Kämpfen derart mächtiger Gegner immer stark beeindruckt. Doch der Platz neben mir ist leer. Kini ist verschwunden. Der Geschichtenerzähler erzittert und spricht schneller. Ich vergesse die Gefahr und sehe mich nach meinem Freund um. Der Heuschreckenschwarm zu meinen Füßen summt verärgert, aber unbedingte Geheimhaltung erscheint mir nicht mehr so wichtig. Wo ist Kini? Kurz darauf erspähe ich ihn und ein kalter Schauer läuft mir über den Rücken. Mein Freund beugt sich über Itziaknas gefallenen Körper und greift nach Deskaris Sense, die dort herausragt. Was ist an Deskaris Sense so besonders? Kluftschnitter hat die Macht über das Material der Ebenen. Deskari hat diese Sense eigenhändig aus dem Skelett seiner Mutter gefertigt. Sie kann die Ebenen selbst spalten. Der Dämonenherrscher hat damit die krächzenden Klüfte geschaffen, sein eigenes Reich in der Ebene des Abyss. Kini, halt, nicht berühren, schreie ich, alle Vorsicht in den Wind schlagend. Mein Freund wendet sich erstaunt zu mir um. Ich verstehe ihn durchaus. Die Sense, die Wege zwischen Ebenen zerteilen kann, wäre eine große Hilfe bei der Rettung Golarions. Aber zu versuchen, sie zu stehlen, wäre überstürzt und dumm. Wir haben nichts, um uns gegen den Zorn des Dämonenherrschers zu verteidigen. Halte ein, mein Freund, ehe es zu spät ist. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Deskari einen anderen Körper von Itziakna aufhebt und mit bloßen Händen in Stücke reißt. Aber ich höre sein Siegesgeheul nicht. Der Dämonenherrscher wirft die bewegungslose Leiche seiner Feindin zur Seite und wendet sich uns zu. Der Insektenschwarm beißt in meine Füße. Heuschrecken bedecken meine Augen, schlagen gegen mein Gesicht, wollen in Nase, Mund und Ohren eindringen. Dennoch gelange ich zuerst zu ihr. Ich ergreife die riesige Sense und schwinge sie ungeschickt durch die Luft. Kluftschnitter ist so schwer, dass meine Hände sofort verkrampfen. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn überhaupt anheben konnte. Ich lasse die Sense auf den Boden fallen, aber der Schaden ist angerichtet. Direkt vor mir zeigt sich ein kleiner Riss, eine Wunde im Raum. Der Geruch der Abwässer von Alushinira dringt heraus. Ein wunderbarer Geruch, der mir Hoffnung und Erlösung bringt. Ich packe Kini am Ärmel und springe in den Riss, und einen Moment später zerreißen Deskaris Klauen die Luft an der Stelle, wo wir soeben noch standen. Der Geschichtenerzähler holt Atem und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Ich habe einen Dämonenherrscher verärgert und mein Leben hing an einem seidenen Faden. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas in meinem Leben je passieren würde. Der Geschichtenerzähler schüttelt misstrauisch den Kopf. Wie viele dunkle Seiten meiner Vergangenheit muss ich noch finden? Langsam fürchte ich mich vor dem Inhalt der nächsten Seiten meines Notizbuchs. Okay, also Erdenfall, dann seine Reise zum Elfenbeinlabyrinth, dann die Arbeit für Nocticula und jetzt der besondere Auftrag rund um Deskari und Itziakna. Das ist dann hier, was wir gerade gelesen haben. Ich habe noch eine Seite, glaube ich. Das war die letzte, okay. Jetzt brauche ich weitere 4, denke ich. So alle 5 Seiten hat er was zu erzählen. Ja. Soweit der Geschichtenerzähler.
Und jetzt noch an die entsprechenden... Bist du eigentlich erschöpft? Ja. An die entsprechenden Tagesordnungspunkte. Was seid ihr? Mimix? Nachahmen? Es nähert sich eine Prozession kunstvoll verzierter Truhen, die raubtierhaft grinsen. Hey, Kommandantin, wie geht's denn so? Die wollten uns erst nicht zu euch reinlassen. Wir sind Mimiker, allesamt Mimiker. Mit uns kann man reichlich Spaß haben. Wir können uns in einen Stuhl verwandeln. Und wenn sich dann ein Feind auf uns setzt, dann packen wir ihn am Hintern. Hap, hap, hap. Wir haben gehört, dass die Kreuzfahrer eine neue Kommandantin haben, die recht vernünftig sein soll. Also dachten wir uns, da machen wir mit und lassen uns zu Rittern schlagen. Wie all die anderen freien Kreuzfahrer in eurer Armee eben. Es wird immer obskurer. Der frühe Sonnenuntergang sagt, falls ich in den letzten 1000 Jahren jemals wirklich entsetzt war, kann ich mich nicht daran erinnern. Aber jetzt bin ich es definitiv. Warum wollt ihr euch überhaupt dem Kreuzzug anschließen? Warum? Es schließen sich doch gerade alle an. Da dachten wir, wir machen auch mit. Ich meine, wenn ihr Holz zu Rittern machen könnt und Kinder, warum dann nicht uns, hä? Dämonen und Kultisten fressen könnte sogar Spaß machen. Wir könnten uns in einen Baphomet-Altar verwandeln. Warten, bis ein Kultist kommt, um zu beten und dann hap, hap, hap. Klar nehmen wir die auf. Perfekt. Ihr seid hiermit eingezogen. Ich nenne euch Sir Kleiderschrank, Sir Fußschemel und Sir Kultistenbett. So gefällt mir das. Leute, wir sind jetzt Kreuzfahrer. Die Dämonen können sich auf was gefasst machen. Dorgelinda Würgegriff. Gut siehst du aus. Hi. Seid gegrüßt. Dorgelindas Auge ist rot von schlaflosen, durchgearbeiteten Nächten. Die Versorgungslage verbessert sich, aber zu langsam. Nachdem die Kreuzfahrerkameraden ihre Verbindungen zu den Quartiermeistern verloren hatten, wendeten sie sich direkt an die Karrenfahrer. Jede Versorgungskarawane verliert unterwegs einen oder zwei Wagen und die Verantwortlichen erzählen uns dann wilde Geschichten darüber, wie sie von Dämonen angegriffen wurden oder wie ein Wrock auftauchte und einen ganzen Wagen davon trug. Wir überführen diese Witzbolde, aber es gerät außer Kontrolle. Wir können sie nicht alle erwischen. Wir müssen etwas im System selbst ändern. Ich schlage vor, dass wir Inspektoren aus der mendemischen Schatzkammer holen, die jede Karawane begleiten. Erfahrene Leute, die für die Lieferungen mit ihrem Leben bürgen und die sozusagen wissen, wie man die Milch von den Katzen fernhält. Und Woljew, es gibt eine einfache Regel. Wenn man sie nicht schlagen kann, dann sollte man sie anführen. Wir werden dieser Gruppe mal einen Hinweis geben, damit sie uns treu bleiben und sich fügen. Wenn sie sich nicht so sehr aufführen, erhalten sie ihre neuen Uniformen und zusätzliche Rationen. Und wir bekommen die Loyalität einiger tonangebender Anführer unter den Soldaten. Oder Rouchalet. Also stehlen Soldaten von ihren eigenen Kameraden. Wie Katzen. Was habt ihr noch gesagt, Dorgelinda? Selbstgefälliger geht es eigentlich gar nicht mehr. Wir müssen sie davon überzeugen, dass sie falsch handeln. Lasst die Karawanen von Priestern aus der Hauptstadt begleiten. Unter ihren wachsamen Augen werden sich die Krieger schämen zu stehlen. Und Lan, wir haben ihre Eskapaden übersehen, als es nur um Schleichhandel ging. Mit Diebstahl aber muss schnell und streng umgegangen werden. Erzählt mir von euren Plänen. Woljew, was schlagt ihr vor? Holt euch die Schlauesten und Durchtriebensten. Der Rest der großen Fische wird den Hinweis schon verstehen. Wir haben nichts gegen intelligente Untergebene, die einen Weg finden, um zu bekommen, was sie wollen. Natürlich nur, solange sie uns nicht in die Quere kommen. Und das war's. Keine Diebstähle mehr. Warum sollten wir uns die Mühe machen, wenn wir es ihnen sowieso geben werden? Die Schlappschwänze und Faulenzer müssen sich mit dem zufrieden geben, was sie haben. Das ist nun mal so. Und Lan. Ihr sagt also, dass wir die Diebe zu vertrauenswürdigen Offizieren unserer militärischen Führung machen sollten? Dann könnten wir diese Bande der Einfachheit halber gleich als Kreuzräuber bezeichnen und dann verkünden, dass wir den ersten Kreuzraub der Geschichte durchführen. Naja, Kreuzräuber und Dieblinge, das passt doch. Arushale, was würdet ihr tun?
Ich weiß, dass es manchmal sehr schwierig sein kann, das Richtige zu tun, das Edle. Vor allem, wenn niemand da ist, um die eigenen schlimmsten Taten mitzuerleben und einen dafür zu verurteilen. Deshalb brauchen wir Priester, die unsere Karawanen aus der Hauptstadt begleiten. Wer hätte das Herz, ein Verbrechen zu begehen, wenn ein Diener der Götter ihn beobachtet? Ich bin sicher, dass es keine solchen Schurken unter unseren Kriegern gibt. Und Woljif: Wow, das ist ein guter Rat. Wir sollten absolut versuchen, Diebe und Räuber zu stoppen, indem wir uns an etwas wenden, das sie nicht haben. Ein Gewissen. Lan, könnt ihr mir eure Idee erklären? Wisst ihr, ich bin es leid zu hören, dass wir nichts gegen diese Kameraden tun können. Ich nehme an, wir können Kleinbetrügereien nicht wirklich ausmerzen. Aber wir sprechen hier von offenkundigem, groß angelegtem Diebstahl, von Sabotageakten gegen den Kreuzzug. Es ist kein Wunder, dass uns Mendev die Vorratslieferungen kürzt. Sie sehen ja, dass wir nicht einmal unsere eigenen Soldaten unter Kontrolle halten können. Jetzt reicht es. Wir werden die schlimmsten Diebe finden und sie aufknüpfen. Sobald dies gelöst ist, wird Nerosian aufhören, sich Sorgen zu machen, dass das für uns ausgegebene Geld in den Taschen von Marodeuren und Dieben landet. Und der Rojale: Es ist aber nicht die Schuld dieser armen Menschen, dass sie zu Kriminellen wurden. Die mendevische Armee hat sie rekrutiert, aber sie kann ihnen nicht alles bieten, was sie brauchen. Und jetzt werden wir sie dafür aufhängen? Das soll gerecht sein? Und Dorgelinda, was würdet ihr mir raten? Es steht außer Frage, dass die Karrenfahrer mit den Kameraden unter einer Decke stecken. Ich kann mir vorstellen, dass sie einen Anteil der gestohlenen Waren bekommen. Wir sollten also jeder Karawane einen mutigen Schatzmeister zuteilen, der sie im Auge behält und für vollständige Lieferungen sorgt. Auch hier in Dresden wären sie gut am Platz. Wir können immer Leute gebrauchen, die wissen, wie man einen Feldzug vorbereitet und Truppen auf dem Marsch organisiert. Sie werden unsere Logistik auf Vordermann bringen. Das ist mir alles klar. So. Woljifs Entscheidung. Alle Generäle erhalten das Talent Begünstigung. Die Erfahrung, die der General erhält, wird um 33% erhöht. Uh-huh. Oder? Arushale? Das Energiepunkte-Einkommen steigt um 7. Mhm. Oder Lan. Das Materialpunkte-Einkommen steigt um 20. Mhm. Oder Dorgelinda. Generäle erhalten das Talent Karawanenmeister. Die Armee verfügt über... Plus 15 Bewegungspunkte je Armee. Mit General. Das ist schon ordentlich. Das ist echt ordentlich. Also rollspielerisch hätte ich zu Arushale tendiert. Plus 7 Punkte Energieeinkommen sind auch nicht zu verachten. Aber kann ich mir Energie eigentlich kaufen? Nee, oder? Ich kann mir nur Geld kaufen und Material. Aber plus 15 Bewegungspunkte der Armeen mit General. Das ist richtig gut. Wir haben gerade 50. Das sind 30% mehr. Mit 65. Ja. Ich meine, die Wege werden immer länger. Je mehr Länder wir angreifen bzw. unter Kontrolle bringen und unter Kontrolle zu behalten versuchen. Ja. Ich glaube, Dorgelinda, du gewinnst hier. Dorgelinda, veranlasst, dass Schatzmeister unsere Karawanen begleiten. Ja, Kommandantin, ich schicke die Briefe heute noch los. Auch in Dresden werden sie viel Arbeit haben. Sie kennen ihr Geschäft und sie werden uns helfen, die Armee während der Märsche organisiert zu halten. Es wird geschehen. Ich hoffe, dass unsere Karawanen von nun an sicher sein werden. Mich beschleicht aber das Gefühl, dass dies nicht das letzte Mal sein wird, dass wir den Rat einberufen müssen, um ein Problem bezüglich der Kameraden anzugehen. Das war's schon. Ha, schon. Lasst uns mal schauen, wie es hier so bestellt ist um den 5. Kreuzzug. Ja, Energie kann ich nicht kaufen. Das wäre das zweitinteressanteste gewesen, das Energiepunkte-Einkommen zu erhöhen. Das wäre immerhin auch um ein Drittel gewesen, so ungefähr. Mhm. Naja. So, mitten unter uns.
Spione des Abyss wollten in Dretzen eindringen, um etwas über die Pläne der Kommandantin herauszufinden. Es war purer Zufall, dass jemand sie erwischt hat. Die Offiziere schlagen vor, die Sicherheitsmaßnahmen zu verschärfen, da dies bestimmt nicht der letzte Versuch der Dämonen war. Erhöht die Anzahl von Verhörspezialisten. 10 Inquisitoren kommen. Führe das Konzept der kollektiven Verantwortung ein. Addiert 1500 Führerschaftserfahrungspunkte, subtrahiert 200 Militärerfahrungspunkte. Militär ist aber mehr wert als Führerschaft. Nee, das kann ich nicht machen. Und Auswirkung der Entscheidungen hier. Wähle vertrauenswürdige Soldaten aus, die ihre Kameraden im Auge behalten. Erfahrene Kameraden ist ein Erlass. 1000 Führerschaft-Erfahrungspunkte. Kreuzzugmoral steigt um 30. Puh. Kostet aber Energie. Was soll ich mit Inquisitoren? Also spielmechanisch gefällt mir das hier oben nicht. Also ich, die Inquisitoren will ich auch nicht haben. Nee, so will Nokori ihren Kreuzzug nicht führen. Wähle vertrauenswürdige Soldaten aus, die ihre Kameraden im Auge behalten. Sena wird persönlich mit den Besten unter den Kreuzfahrern sprechen und nur die als Spione auswählen, deren Loyalität und Tugend über jeden Zweifel erhaben sind. Diese Krieger werden gleichzeitig als Vorbild für die einfachen Soldaten dienen. Ja, so. Führung und Diplomatie sind noch beschäftigt. Rangaufstiege gibt's nicht. Der nächste Rangaufstieg wäre... Oh, Diplomatie. Hä? Läuft der schon oder was? Nee. Nee, da müsste aber gleich kommen. Also am nächsten Tag dann vielleicht. Das können wir gerade nicht machen. Da fehlt es an Ressourcen. Ja, nichts zu tun. Herr General, Sie haben Ihre Bewegungspunkte schon verbraucht. Und anwerben können wir noch nichts Neues wieder. Wir haben jetzt diese eine Armee. Genau, das sollten wir mal stacken. Wann immer ich das machen kann, mache ich es auch. Die haben 171 Trefferpunkte. Wenn man davon 100 Stück hätte, wäre das gar nicht so schlecht, denke ich. So, aber im Moment gibt es ja nichts zu tun. Nokori ist zufrieden mit dem, was sie so gesehen hat auf dem Kartentisch. Und möchte sich gerne hinlegen. Denn am nächsten Tag geht es ja, wo geht es eigentlich hin? Gute Frage. Mit Irabet irgendwas zu besprechen? Nee. Anevia. Mal checken. Du? Auch nicht. Alles klar. Achso, Aivo eigentlich? Geht das? Kann man mit Aivo sprechen? Nee. Ach, Regil. Auch nicht. Okay. So, dann gute Nacht. Käse-Costata möchte ich haben, genau. You want to see my shadow again? Well, I don't know. It's gonna cost you. I normally don't show it for anything less than 20. Fine. Since it's you, I'll do it for 15. Excellent. I will observe it for half an hour. During that time, you will have to answer my questions. And as for the money, put it on my tab. I do not know what that expression means, but I hear it said in taverns very frequently. So hat sich das mal nicht gedacht, denke ich.
Woljiv sagt, ihr wollt meinen Schatten noch einmal sehen? Tja, ich weiß nicht, das wird nicht billig. Normalerweise zeige ich ihn nicht für weniger als 20. Na schön, weil ihr seid, sagen wir 15. Und Nenio, ausgezeichnet. Ich werde ihn eine halbe Stunde lang beobachten. Während dieser Zeit müsst ihr meine Fragen beantworten. Und was das Geld angeht, schreibt es auf meinen Deckel. Ich weiß zwar nicht, was dieser Ausdruck bedeutet, aber ich höre ihn recht häufig in Tavernen. Die letzten beiden Sätze werden wohl ich nicht gefallen haben. Okay. So. Questbuch-Check. Ah ja, wir müssen den Hochstapler nochmal befragen. Richtig. Der Preis des Wissens, Identität der Halbelfin, keine Ahnung. Elfenbeinzuflucht. Ja, im Moment habe ich jetzt wirklich nur das. Naja, dann denke ich, werde ich Nokori mal ins Gefängnis oder vor die Gefängnistür schaffen. Damit wir mit so sehr gemeinsam nochmal den Hochstapler auf links drehen. Und das machen wir gleich am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin.